Kompetenz, Kreativität und ziemlich viel Humor. Das haben Jan Böhmermann und Olli Schulz zu Genüge. Zuletzt bei der Live-Aufzeichnung ihres Podcasts Fest und Flauschig auf der IFA in Berlin. Und so wurden auch viele Fans und Zuschauer Zeuge von einem ganz bestimmten Gag. Und darin spielt Laura Müller, die Ehefrau von Michael Wendler, die Hauptrolle. Das Amüsante dabei, die 22-Jährige wusste scheinbar nicht, worin überhaupt. Auf der Plattform Memo.me haben Fans die Möglichkeit, gegen Geld Grußbotschaften ihres Stars zu kaufen. Zum Beispiel von Roberto Blanco, Bauer sucht Frau-Star Narumol oder Stefanie Hertel. Und eben auch Laura Müller ist auf der Seite vertreten. Sie bietet ihre Dienste ab 125 Euro an. Und hier schlägt Böhmermann zu. Seine Anfrage an Laura lautet, die 22-Jährige soll Podcast-Kollege Olli aufmuntern. Dafür hat Laura sich ordentlich ins Zeug gelegt. Die Aufnahme wird bei der Live-Show vorgespielt. Lass den Kopf nicht hängen, versucht Laura in der Grußbotschaft den Adressaten aufzumuntern. Bleib positiv und lass dich nicht runterziehen. Ihre Sätze lösen beim Publikum lautes Gelächter aus. Auch Böhmermann und Schulz sind höchst amüsiert. Dass Jan Böhmermann hinter dem Auftrag steckt, hat die Ehefrau von Michael Wendler sehr wahrscheinlich nicht geahnt.